Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema, die E-Mail-Archivierung mit DocuWare. Wir möchten uns heute anschauen, wie wir mit DocuWare gesetzeskonform archivieren und unsere E-Mails trotzdem jederzeit wiederfinden. Dazu möchte ich damit beginnen, um Ihnen die einzelnen Möglichkeiten der E-Mail-Archivierung mit DocuWare vorzustellen. Zum einen haben wir die Funktion Connect to Outlook. Wie der Name sagt, können wir über diese Funktion eine E-Mail-Archivierung direkt aus Microsoft Outlook auslösen. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, eine Ordnerüberwachung abzubilden. Das heißt, alles, was wir in einen bestimmten Outlook-Ordner ziehen, würde ebenfalls von DocuWare überwacht und entsprechend im Archiv abgelegt werden. Das Ganze nennen wir auch vorgangsbasierte Archivierung, weil wir uns wirklich situationsbedingt die E-Mails rauspicken, also entweder Drag and Drop in die Ordnerüberwachung rein oder eben die einzelnen E-Mails uns auswählen für die Archivierung und nicht alles komplett archiviert wird. Weiter haben wir auch noch die Möglichkeit, eine Schnellsuche direkt aus Outlook zu starten. Das bedeutet einfach, dass wir aus Outlook heraus direkt unser DocuWare-Archiv durchsuchen können. Die zweite Variante, Connect to Mail, also allgemeiner gehalten. Das heißt, wir können neben Outlook auch Google, Yahoo oder Web.de-Accounts abbilden für die E-Mail-Archivierung. Bedeutet in diesem Fall, wie Sie es hier sehen, alle Mails werden archiviert. Dieses Postfach wird komplett von DocuWare überwacht. Ich muss da gar nicht mehr reinschauen. Alles landet automatisch in meinem DocuWare-System. Bedeutet auch im Umkehrschluss, wir haben natürlich hier keine vorgangsbasierte Archivierung. Ich picke mir hier nicht die einzelnen E-Mails raus für die Archivierung, sondern alles wird komplett archiviert. Auch die Schnellsuche entfällt in diesem Szenario. Wichtig für Sie, diese zwei Optionen bedeutet nicht entweder oder, sondern wir können auch beide Funktionen hernehmen, um zu kombinieren. Also Outlook zu verwenden für die vorgangsbasierte Archivierung und Connect to Mail, um eben komplett alles abzugreifen. Das wird häufig gemacht, also Connect to Mail, diese komplette Überwachung wird häufig eben genutzt, um einen Rechnungsaccount anzulegen und da komplett eben alle Rechnungen in das DocuWare-System umzulenken. So, und das, was wir hier sehen, schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Der Fokus wird heute auf Connect to Outlook liegen, weil ich hier eben schön die einzelnen Funktionen vorstellen kann. Wir starten dazu auf der Benutzeroberfläche von Outlook. Wir sehen natürlich, dass sich hier nichts ändert. Die Oberfläche bleibt natürlich gleich. Das Einzige, was jetzt für Sie neu ist, wenn Sie mit DocuWare arbeiten, ist dieser Reiter hier. Also wirklich überschaubar. Wir haben zwei Funktionen, die wir Ihnen an die Hand geben. Zum einen ist das unsere Archivierungsfunktion. Das sehen wir hier an diesem Knopf ablegen und, wie schon in der Theorie vorgestellt, die Schnellsuche. Zusätzlich zu diesem Reiter hier haben wir nochmal einen Reiter hier angebracht, der uns nochmal weitere Funktionen zur Verfügung stellt, weitere Einstellungsmöglichkeiten. Auch hier sehen wir nochmal die zwei Knöpfe gespiegelt. Zum einen den Archivierungsknopf und die Schnellsuche. Zum anderen haben wir hier auch die Möglichkeit, direkt aus Outlook in unsere Konfiguration zu springen und eben Anpassungen vorzunehmen. Wenn wir Anpassungen vornehmen, ist es wichtig, dass wir das Ganze einmal auch aktualisieren, dass eben unsere Anpassungen, die wir in DocuWare durchgeführt haben, auch in Outlook selber übernommen werden. Abmelden, das ist vor allem dann eben für Sie gut zu wissen, wenn Sie checken möchten, ob Sie überhaupt die Verbindung hergestellt haben. Also wenn wir die Archivierung nutzen möchten, unsere E-Mails direkt aus Outlook archivieren möchten, wäre es eben wichtig, dass wir angemeldet sind. Also hier einfach nochmal die Möglichkeit zu checken, bin ich denn angemeldet, ja oder nein? Und hier auch gerne den Haken setzen, dass Sie das eben automatisch immer beim Start verbinden, DocuWare und Ihr Outlook-Programm. So, gehen wir nochmal zurück und fangen an, uns die E-Mails im Postfach anzuschauen. Also hier bearbeiten wir jetzt im ersten Schritt den Posteingang. Wir haben hier jetzt vier Mails, die wir gemeinsam bearbeiten werden. Zum einen ist das eine Mail zum Thema Preisliste. Ein Interessent hat uns kontaktiert, weil er eben nähere Informationen zu einem bestimmten Produkt oder näher Modell sich einholen möchte und deswegen jetzt hier diese Preisliste anfragt. Beginnen möchte ich jetzt tatsächlich mit der Funktion der Schnellsuche, weil ich über diesen Weg schnell einsehen kann, ob ich denn diese Heli Iceberg, den Interessenten, schon kenne. Also haben wir in unserem DocuWare-Archiv denn bereits Informationen zu dieser Person archiviert? Ich führe die Schnellsuche durch.
sehe auch hier unten dieses Docware-Fenster, das mir aufgeht und ich sehe, meine Ergebnisliste ist leer. Also mein Docware-Archiv enthält keine Informationen zu einer Heli Iceberg. Gut zu wissen. Da es sich hier um eine geschäftsrelevante E-Mail handelt, möchte ich diese jetzt auch meinen Kollegen zur Verfügung stellen über unsere Archivierungsfunktion. Weil Archivieren bedeutet in diesem Moment ja immer, im Docware-Archiv stelle ich es auch meinen Kollegen, die in ein Projekt mit eingebunden sind, die die Information ebenfalls für wichtig empfinden, um Entscheidungen zu treffen, denen stelle ich das zur Verfügung über die Archivierung. Wem ich das zur Verfügung stelle in meinem Docware-Archiv, das ist ein Berechtigungsthema. Das lässt sich natürlich auch eingrenzen. Also, die Archivierung direkt aus Outlook angestoßen, wird es über diese Funktion ablegen. Und ich bekomme jetzt direkt in Outlook meine Ablagemaske angezeigt, die mir eben jetzt nochmal die Möglichkeit gibt, bestimmte Informationen mitzugeben. Das ist meine Maske, mit der ich hier arbeite. Manche Felder sind noch leer, wie beispielsweise Firma und Kontaktperson. Das liegt jetzt vor allem daran, dass unser Docware-Archiv diese Person und diese Firma Frost Machines Corporation nicht kennt. Das haben wir über die Schnellsuche geprüft. Im Archiv finden sich keine Informationen zu der Person. Deswegen ist es natürlich jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass es in der Ablagemaske nicht hinterlegt ist. Das heißt, hier füllen wir einmal noch die Felder aus und helfen dem Docware-System. Und die Kontaktperson wird auch übernommen. Die restlichen Felder wie Dokumententyp, Untertyp oder Betreff, E-Mail, Datum, das wurde alles schon aus der E-Mail selber rausgezogen. Also das müssen wir eben nicht mehr manuell eingeben, weil Docware diese Information bereits automatisch aus der Mail rauszieht. Das Einzige, was ich hier jetzt noch hinzufügen kann, ist, wenn ich das möchte, eine Projektzuordnung. Klappe ich hier meine Auswahlliste auf, sehe ich auch komplett, welche Produktnummern mein Docware-System denn schon kennt. Da es sich hier jetzt um einen neuen Kontakt handelt, kann ich natürlich keine bestehende Projektnummer hernehmen, sondern ich füge eine neue Nummer hinzu. Sie sehen auch, die Liste lässt sich vorfiltern. Also ich kann durch ein paar Eingaben diese Liste auch weiter präzisieren, um ans Ergebnis zu kommen. Wir geben jetzt einmal eine neue Nummer ein. Und legen das Ganze ab. Die E-Mail verschwindet jetzt aus meinem Postfach, ist jetzt sicher in meinem Docware-Archiv abgelegt. Und jetzt kann ich nämlich auch die Schnellsuche als kleiner Control-Check verwenden, um mir eben jetzt aufzuzeigen, ob denn jetzt in meinem Docware-Archiv bereits Informationen zu Heli Iceberg drin liegen. Also wenn ich jetzt die Schnellsuche durchführe, finde ich eben sehr wohl einen Eintrag, nämlich hier diese E-Mail zur Preisliste, die wir gerade gemeinsam archiviert haben. Und hier kann ich natürlich hergehen und über das Kontextmenü, über die rechte Maustaste oder den rechten Mausklick, mir im Kontextmenü weitere Optionen herzunehmen, um entsprechend die E-Mail weiterzuleiten, also auch eine bereits archivierte E-Mail wieder weiterzuleiten, zu bearbeiten und so weiter und so fort. Nehmen wir uns die zweite Heli Iceberg E-Mail, die wir entsprechend jetzt auch in unseren Projektordner ablegen möchten. Das gleiche Spiel von vorne, wir gehen wieder auf die Archivierungsfunktion, bekommen wieder unsere Maske direkt in Outlook angezeigt und jetzt Überraschung, ist Firma und Kontaktperson ebenfalls automatisch befüllt, weil eben jetzt mit der ersten E-Mail, die wir archiviert haben, unser System Frost Machines Corporation kennengelernt hat und Heli Iceberg auch kennt. Und diese Information im Archiv reicht mir eben aus, um jetzt beim zweiten Mal diese Ablagemaske bereits so weit automatisiert auszufüllen, dass ich lediglich die Projektnummer wieder ergänzen muss. Das machen wir einmal gemeinsam. Unsere neu angelegte Projektnummer ist diese hier und ich archiviere die zweite E-Mail. Bei diesen zwei E-Mails, die wir jetzt aktuell archiviert haben, sind wir den Weg von Outlook direkt in das Docware-Archiv gegangen. Also wir haben direkt die E-Mails in unser Archiv verschoben. Es besteht die Möglichkeit, dass wir unsere Konfiguration auch ändern können. Also ich kann hergehen,
meine E-Mails wieder auswählen und über den Pfeil nach unten mir unterschiedliche Konfigurationen hernehmen zur Bearbeitung. Meine allgemeine Ablage hier nochmal geht den Weg direkt in das Archiv. Ich kann aber genauso sagen, ich möchte die Konfiguration ändern und diesmal Eingangsrechnungen in den Briefkorb verschieben, um Intelligent Indexing nutzen zu können. Was sich hinter dem Fachbegriff versteckt, zeige ich Ihnen gleich. Das heißt, wir machen hier einmal den Switch, wechseln die Konfigurationen und jetzt gehe ich eben nicht mehr in mein Archiv, sondern in meinen Docker Briefkorb. Ich leite die E-Mail einmal um. Sie verschwindet wieder aus meinem Postfach, also mein Posteingang wird hier schön aufgeräumt und wenn ich jetzt in mein Docker reinschaue, in mein System, habe ich eben die Möglichkeit, hier ist sie in meinem Briefkorb, alle Eingangsrechnungen in einem bestimmten Briefkorb zu bündeln, zu sammeln und herzugehen und über den Briefkorb zu archivieren, damit ich eben von Intelligent Indexing profitieren kann. Intelligent Indexing ist unsere automatische Datenerfassung. Sie sehen, die Rechnungen sind hier mit Farben hinterlegt. Wenn ich über meine Rechnung fahre, sehe ich auch, dass eben diese Information bereits automatisch ausgelesen wurde. Das ist gerade im Bereich der Eingangsrechnung sehr praktisch, weil wir hier in dem Rahmen auch die Pflichtangaben abfragen können. Wir sehen hier unten auch dieses Icon Mail. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, ich habe hier zwar eine Eingangsrechnung, aber diese kam eben per Mail. Und hier oben in meinem Vorschaubereich kann ich durch die Seiten oder durch die Anhänge klicken und sehe jetzt im zweiten Anhang meine E-Mail. Das heißt, der E-Mail-Text geht natürlich nicht verloren, weil oft ja auch nochmal im Text selber wichtige, die Rechnung selber betreffende Informationen drinstehen, die wir auch berücksichtigen müssen. Gehe ich jetzt hier auf Ablegen, ist es das gleiche Prinzip wie aus Outlook, nur dass ich hier eben jetzt die Ablagemaske in Docker auswähle und Intelligent Indexing nutzen kann. Intelligent Indexing, diese automatische Datenerfassung, steht mir im Briefkorb zur Verfügung. Und das ist dieses Ampelsystem, das wir hier sehen. Die Farben spiegeln sich eben wieder im Ablagedialog selber und im Vorschaubereich auch. Grün bedeutet, das automatische Datenauslesen war sehr erfolgreich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Information richtig. Gelb gibt mir immer noch zu verstehen, das muss ich nochmal checken. Das kann ich aber sehr schnell tun, weil ich, indem ich in das Feld reinklicke, auch sehe, wo es im Text oder wo es im Vorschaubereich ausgelesen wurde. In meinem Fall ist das Datum jetzt richtig, sodass ich hier gar nichts Korrektur, also gar keine Korrektur durchführen muss. Das Fälligkeitsdatum kann ich entsprechend über die X-Taste auf meiner Tastatur eingeben. Das setze ich auf das heutige Datum. Wenn ich Korrekturen durchführen möchte, ist das schnell getan, indem ich mögliche falsche Informationen aus dem Feld rausnehme und mit einem Wisch über den Vorschaubereich in das jeweilige Feld übernehme. Sie sehen im Vorschaubereich, dass die Texterkennung schon drüber gelaufen ist und ich somit sehr schnell und bequem meinen Ablagedialog auf der linken Seite füllen kann. Ich bin fertig und kann auch über diesen Weg die Rechnung archivieren. Gehen wir noch einmal zurück in unser Outlook und schauen uns die letzte E-Mail an, die wir hier haben. Hier ist es jetzt eine E-Mail zum Thema Wartungszusammenarbeit. Wir haben ein Projekt, nämlich Fun World mit der Crazy Wheel Fahrgeschäfte AG. Da sind wir schon länger dran. Das ist ein größeres Projekt. Das heißt, es läuft durchläuft unterschiedliche Projektphasen, sodass wir hergegangen sind und gesagt haben, ich erstelle jetzt einen Ordner zu diesem Projekt und alles, was ich in diesen Ordner schiebe, wird nach meiner hinterlegten Konfiguration archiviert. Jetzt sind wir beim Thema Ordnerarchivierung oder Ordnerüberwachung. Das heißt, hier ziehe ich jetzt meine Mail in den ausgewählten Ordner zu dem passenden Projekt und kann auch über diesen Weg eine Archivierung durchlaufen und das hier nochmal eben mit mehr Automatismus, weil wir sehen es hier, der Ablagedialog nicht aufgeht in Outlook, sondern ich eben diese Konfiguration bereits mit dem Ordner, also festgelegt habe und alles, was ich hier reinziehe, wird nach dem gleichen Muster archiviert. Sie können hergehen und sagen, ich erstelle auch einen privaten Ordner, welcher eben nicht von Docuware überwacht wird und alles, was Sie dort reinziehen, bleibt eben in Ihrem Postfach selber, ohne dass Sie es archivieren und Ihren Kollegen zur Verfügung stellen.
Jetzt ist unser Postfach leer. Wenn es zum Postausgang geht, ist es tatsächlich sehr, sehr einfach. Wir können hergehen und eine neue E-Mail erstellen und über diesen Weg entsprechend nicht nur senden, sondern senden und ablegen. Also das wäre die Variante, wenn Sie eine neue E-Mail erstellen und diese eben auch gleich beim Versenden archivieren möchten, wäre das der Weg, den Sie gehen. Wir können aber natürlich auch bereits archivierte E-Mails aus Docuware heraus wieder in Outlook öffnen. Und das schauen wir uns jetzt an. Weil jetzt haben wir ja wirklich komplett aufgeräumt und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie wir eben die Suche in Docuware nutzen können. Das heißt, wir gehen nicht mehr über die Suche in Outlook und suchen verzweifelt in einem bestimmten Postfach oder in einem bestimmten Ordner nach der E-Mail, die wir gerade brauchen, um zu recherchieren, sondern wir nutzen unsere vielfältigen Suchmöglichkeiten direkt in Docuware. Dazu gehen wir in unsere Suchmaske selber, welche mir eben ganz, ganz viele Suchkriterien anzeigt, welche ich hernehmen kann. Ich kann nach einer bestimmten Art des Dokumentes suchen, nach einer bestimmten Firma. Und hier stehen mir entsprechend Auswahllisten zur Verfügung. Also wirklich jede Firma, die mein Docuware-System kennt, kann ich hier auswählen. Auch hier die Frost Machines Corporation. Das ist die Healy Iceberg. Drücke ich hier auf Suche, finde ich hier meine zwei E-Mails und kann entsprechend den Vorschaubereich verwenden, um nach dem zu suchen, was ich gerade brauche. Diese Suchmaske kann natürlich aber auch allein mit der Kontaktperson nochmal ergänzt werden. Und je mehr Felder wir hier befüllen, umso präziser wird natürlich auch unsere Ergebnisliste sein, weil das ja die Suche einschränkt. Ich kann nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, ich nehme jetzt nochmal die Fulltext-Suche her und suche nach einem Stichwort. Ich durchsuche mein komplettes Archiv nach einem Stichwort. Führe ich die Suche durch, lande ich in meiner Ergebnisliste bei einem Eintrag und sehe jetzt auch den Vorteil der Fulltext-Suche, weil ich im Vorschaubereich mein Stichwort markiert angezeigt bekomme. Das heißt, ich sehe das Signal, das visuelle Signal direkt im Dokument, wo ist mein Suchergebnis? Superdrone. Und das ermöglicht Ihnen natürlich eine effiziente Suche mit ein paar Klicks, mit ein paar Suchbegriffen und Sie sind am Ziel. Diese E-Mail kann ich natürlich jetzt auch wieder versenden. Also wir haben hier wirklich eine archivierte E-Mail. Und wenn ich jetzt auf Bearbeiten gehe, kann ich mir diese eben direkt in Outlook wieder aufgehen lassen und so ebenfalls einen Postausgang anzustoßen oder anstoßen zu können. Das heißt, ich gehe hier auf Weiterleiten, habe die Möglichkeit, hier nochmal einen Text zu verfassen oder mich darauf zu beziehen, den Absender einzugeben oder den Empfänger und auch hier wieder senden und archivieren in einem Schritt. Das war's zu dem Thema E-Mail-Archivierung in Outlook. Ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Thema Webinar oder grundsätzlich das Format gefallen hat, dann schauen Sie am besten auf unseren YouTube-Channel vorbei. Dort sind unsere bisherigen Webinare auch veröffentlicht für Sie zum Anschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.